Herr Dr. Jahr, jetzt haben wir den Fall seit gestern beobachtet und verfolgt. Sehr interessant. Es ist ein relativ junger Patient, muss ich sagen. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mir eher gedacht, das sind viel mehr ältere Patienten, die sich für so eine Behandlung entscheiden. Was war ausschlaggebend, dass dieser Patient sich für Ornanfor im Oberkiefer entschieden hat und nicht für etwas Herausnehmbares? Das ist das Alter des Patienten. Der Patient ist knapp über 40 und hat sich natürlich bei mehreren, in mehreren Praxen und bei mehreren Zahnärzten natürlich auch Vorschläge machen lassen. Diese Patienten wissen ja schon länger Bescheid und nehmen dieses Problem ja oft viele Jahre mit und gehen natürlich auch zu Zahnärzten und holen sich Meinungen und Behandlungsvorschläge ein. Die rein Standardbehandlung in Österreich und in Deutschland ist eben immer noch die Entfernung der Zähne, das Abheilen lassen, evaluieren, später implantieren, einheilen lassen, dazwischen das Tragen einer provisorischen Prothese oder definitiven Prothese. Und das ist natürlich für das Leben eines 42-Jährigen überhaupt nicht zuträglich. Ja? Und das ist auch kein Behandlungsangebot, kein modernes. Ja? Also wir reden jetzt nur noch von digitaler Zahnmedizin. Wir können auf den Mond fliegen und können umgekehrt in manchen Situationen nichts anderes anbieten als eine Prothese. Ja? Und wir müssen einfach zeitgerechte und moderne Therapien den Leuten anbieten. Und in der Regel sind natürlich, das stimmt, die Patienten älter als dieser Patient. Allerdings haben wir auch relativ junge, auch in seiner Kategorie, Alterskategorie, immer häufiger eigentlich, weil es auch solche Menschen gibt, die wirklich keinen vernünftigen Zahnzustand mehr haben, der eine andere prothetische Versorgung erlauben würde. Ja. Jetzt speziell auf die Operation gesehen, auf was muss man prothetisch achten, was den Zahntechniker das Leben erleichtert bzw. erschwert? Weil wir setzen ja sozusagen im hinteren Bereich vor allem die sogenannten Multi-Units mit einer gewissen Inklination. Wie ist das? Auf was muss man da achten als Operateur? Man muss, was die Prothetik betrifft, einfach vor Ort mit dem Zahntechniker, mit dem Patienten gemeinsam bereits den Zustand planen, wie es nachher auszusehen hat, solange noch die schlechten Zähne im Mund hat. Das heißt, wir planen bereits, wie die Prothetik an sich funktionieren wird. Was hat er für eine Biss? Was hat er für eine skeletale Lage? Wo wollen wir hin? Man hat in der provisorischen Versorgung auch bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit, die Optik, Ästhetik und vor allem die sagittale Dimension bei einer Klasse 2 zum Beispiel zu verändern. Wenngleich nicht in dem Ausmaß wie bei der definitiven Versorgung. Und dann spricht man mit dem Patienten. Was sind Wünsche? Was sind Hoffnungen? Was können wir ein bisschen optimieren, auch was die Optik und was die Ästhetik betrifft. Ja? Und dann wird eben dieser provisorische Zahnersatz vorbereitet und das ist unser Ziel und auf das arbeiten wir hin. Das heißt, wir können noch intraoperativ durch das Vorbereiten des späteren Zahnersatzes bereits die Position und Inklination der Implantate besser kontrollieren und in späterer Folge die Multi-Unit-Aufbauten achsengerecht oder möglichst achsengerecht dann einbringen sozusagen. Was auch faszinierend war, weil wir den Patienten am nächsten Tag gesehen haben, es waren keine 24 Stunden. Der Patient hat genau gesprochen, reagiert, war sehr froh, aber hat überhaupt keine Schmerzen gehabt, hat gut geschlafen. Was ist eigentlich da der Trick? Ich meine, das gut zureden wird es nicht sein. Ist es irgendwie das kleine Geschick? Ist das die jahrzehntelange Erfahrung? Naja, es hat schon etwas natürlich mit dem zu tun, wie die Schnittführung ist und wie die Präparation des Knochens und die Behandlung des Knochens erfolgt. Richtig. Erstaunlicherweise hat der menschliche Körper ein sehr, sehr großes Regenerationspotenzial. Und das Potenzial ist umso größer, wenn wir saubere Chirurgie machen. Sprich, nach der Entfernung der Zähne und nach der Implantation, wenn man einen sauberen Wundverschluss macht und das Wundbett eben nicht durch eine provisorische Prothese gleich vom ersten Moment an belastet. Das ist ein ganz springender Punkt. Eine provisorische Prothese, die wir auf frische Wunden draufgibt, was ja auch fachlich richtig ist, führt aber dazu, dass einfach durch bakterielle Kontamination, durch Druckbelastung etc. und durch die Schwellung der Schleimhaut es automatisch schon zu Problemen kommt. Das heißt, wir machen absichtlich das Konzept so, dass wir den Leuten sagen, sie haben 20 bis 24 Stunden jetzt keine Zähne, aber sie bekommen auch keine provisorische Prothese. Das können die Leute in ihrem Privatleben ganz gut regeln und das ist, glaube ich, einer der Gründe. Zusätzlich haben wir natürlich eine gewisse medikamentöse Beeinflussung, haben wir so Standardtherapien. Aber was ich eben so bemerke, ist, dass wenn wir das Gewebe schonend behandeln, ist das Selbstheilungspotenzial des menschlichen Körpers einfach so enorm hoch, dass 24 Stunden man teilweise ja nicht einmal die Schnittführung mehr sieht, weil das verheilt ist. Mhm. Ja? Und das ist wirklich phänomenal. Mhm. Schwellung,
in den allerwenigsten Fällen, Schmerzen so gut wie keine. Das ist das, was unsere Erfahrungen jetzt über die vielen Jahre sind und die Zufriedenheit der Patienten. Mhm. Vielen Dank für den interessanten Fall. Die Fotos gibt es ja dann im Artikel zu sehen. Sehr spannend. Danke.